يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في بعض الجزئيات gibt es nur im Islam. Und tu, was du tun willst. Und versuche, was du versuchen willst. Vor dir haben Leute alles versucht, diese Glückseligkeit zu erreichen. Aber sie sind daran gescheitert. Warum? Weil sie nicht gewusst haben, dass diese Glückseligkeit nur von Allah Azza wa Jalla kommt. Höre, was Allah der Allmächtige im Koran sagt. Man amina salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Derjenige, der Gutes tut, weil er ein Gläubiger ist. Das ist die Bedingung. Er ist ein Gläubiger, er ist ein Muslim. Und er macht gute Werke. Ganz gleich, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Allah sagt, so werden wir ihm ein schönes Leben schenken. Und dieses schöne Leben ist nicht das schöne Essen oder die schöne Wohnung oder das schöne Auto. Dieses schöne Leben ist nichts anderes als der Glaube im Herzen. Denn dieser versüßt einem das Leben. Wenn dieser Glaube nicht vorhanden ist, wallahi, sei dir sicher, es wird niemals eine Glückseligkeit in deinem Leben geben. Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Er sagt uns, und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, diese Dienerschaft, die ist der Kern unseres Lebens, weil Allah uns dafür erschaffen hat. Wenn Allah uns dafür erschaffen hat, dann gibt es nichts anderes, was uns glücklich machen kann. Wie kannst du deinen Hunger stillen, indem du das Essen durch die Nase einführst oder durch die Ohren? Das wird nicht funktionieren. Warum? Weil Allah diese Stellen nicht dafür angemessen gemacht hat, nicht passend gemacht hat. So ist das auch mit der Seele. Sie ist nicht zufriedenzustellen mit Geld oder mit Materiellem oder anderem. Sie ist nur zufriedenzustellen mit der Dienerschaft zu Allah. Wenn sie ihm dient, dann wird sie zufrieden sein. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür erschaffen hat. Ich höre, was einer der Tabi'in, Ibrahim ibn Adham, sagte. Er sagte, in einem Zeitpunkt, wo er trockenes, hartes Brot gegessen hat, und dieses hat er zuvor in Wasser eingetunkt. Warum? Damit es überhaupt genießbar ist. Er sagte, لو علم الملوك ما نحن فيه من السعادة لخاتلون عليه بالسيوف. Wenn die Könige doch wüssten, welche Glückseligkeit wir im Herzen tragen, so würden sie kommen und uns mit ihren Schwertern bekämpfen, um diese Glückseligkeit von uns zu nehmen. Also erfährst du, diese Glückseligkeit ist nur zu erreichen durch die Dienerschaft zu unserem Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala. Und du siehst, wie viele reiche Leute, die alles besessen haben, haben zum Schluss gemerkt, dass nur der Islam die wahre Glückseligkeit ist. Möge Allah uns in der Dunya und in der Akhira glückselig machen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.